Hallo meine Lieben. Ja, ich sitze jetzt hier in der Maske bei Verbotene Liebe, weil ich heute beim Dreh dabei bin. Ich bin ganz aufgeregt, ich bin auf jeden Fall gespannt, bin gerade schon ein bisschen hier durch die Sets gelaufen. Ist auf jeden Fall mal eine ganz andere Erfahrung, das in live zu sehen. Mal gucken, wie ich danach aussehe. Hier zwischen den ganzen Kostümen bei Verbotene Liebe, beziehungsweise von Verbotene Liebe. Und ja, wie ihr sehen könnt, meine Haare werden heute lockig. Ich glaube, ihr habt mich noch gar nicht mit lockigen Haaren gesehen. Ich soll ja eine Russin darstellen, die sich eine Modenshow ansieht. Und ich warte jetzt nur noch, dass ich die passenden Klamotten bekomme und dann sehen wir uns wieder. Das Set von Verbotene Liebe und es ist jetzt glaube ich 16 Uhr oder nach 16 Uhr und wir sind immer noch im vollen Gange am Drehen. Ich zeige euch das mal kurz. Ich habe die Enrique jetzt bei mir. Seit wann dreht ihr denn schon? Heute? Ja, seit 8 und es ist jetzt 6 Uhr vorbei. Ja, aber bestimmt. Wir haben noch ein Bild vor uns, aber ja, wir rocken das jetzt. Wir rocken die Bude. Ja. Liebe Grüße vom Set von VL. Yay! Hallo! Der Dreh ist zu Ende und was sagst du? Hat alles super geklappt? Ja, es war toll hier. Hast dich super geschlagen. Ja. Auch wenn wir heute mit viel Hitze kämpfen mussten. Ja. Aber du darfst gerne wiederkommen. Ja, super. Der Olli. Und jetzt noch ein Gruß von meiner Oma. Die schaut die Sendung nämlich immer. Die Gretel. Gretel? Ja, ja, die ganz Gretel. Liebe Grüße an Gretel. Ich freue mich, dass du mal zuschaust. Mach das weiterhin. Dicken Kuss von deinem Jo. Ja, mega kaputt. Das war jetzt auch ziemlich stressig noch. Und wir hatten XL-Mörderschuhe an mit irgendwelchen 20 cm Absätzen. Und ich habe hier nämlich noch jemanden neben mir. Hallo. Gisela. Wir haben uns Hallo, ich sag jetzt einmal Hallo, liebe Oma. Nee, das ist jetzt für Dings. Für wen? Das ist für meine YouTube-Zuschauer. Ach so. Ja, du hast halt eben von der Oma immer gesprochen. Oh Gott. Du bist im Internet. Nein, das wusste ich doch nicht. Also wir sind so fertig, wir sehen auch so fertig aus. Wir sind echt fertig aus. Wir sind aus. Echt fertig. Also im Vergleich zu heute Morgen oder heute sehen wir richtig schlimm aus. Ja, ich konnte euch nicht so viel zeigen, weil natürlich jetzt auch gerade, ich drehe ja jetzt hier eigentlich illegal. So ist es. Deshalb müssen wir schnell verschwinden. Ja, weil dahin kommen schon wieder welche. Ja. Machen wir uns einfach mal kurz auf den Weg. Sehe ich auch so. Schnell ins Auto. Oh. Ich hoffe trotzdem, dass ich euch ein paar Sachen zeigen konnte, wie es so auf solchen Soap-Sets aussieht. Schönen Abend euch allen. Tschüss. Ciao.